Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen RB-Projekt zusammen mit dem Julian Seidebacher, mit dem Chris Huber, mit dem Ernst Haft und mit dem Felix Müller. Grüß euch. Moin. Grüß Gott. So. Wir sind hier beim Bürgermeister stehen geblieben und wir haben leider letzte Folge mitbekommen, dass unsere Opas verstorben sind vor zwei Jahren. Ja, schade, ja, leider. Ja. Jetzt hätte ich aber mal eine Frage. Boah, Alter, was war denn das? Ja, das ist aber kein Beruf, das. Ach, scheiße, wollte ich diesen Huber mal fragen. Hatten, wissen Sie, ob, na gut, Sie kennen Sie, die ja noch nicht mal. Dann müsste ich die zwei Opas von uns, ob die irgendwie Beruf oder so hatten oder weiß was ich. Weiß ich jetzt so aus dem Stegreif nicht, kann aber mal Unterlagen nachgucken. Ja, genau. Das lässt sich jetzt aber auch nicht so auf die Schnelle. Also ich werde der Ulrike sauber zu tun haben, werde ich gleich mal Bescheid sagen, dass sie da mal nachgucken soll. Wem hier so die Ländereien zugeschrieben sind. Ich kann ihn auch nicht versichern, dass der Hof noch in dem Besitz ist. Mhm. Oder vielleicht anderweitig weiter vererbt ist. Ob sie da Anspruch drauf haben, keine Ahnung. Haben sie denn irgendjemand, kennen Sie irgendjemand Älteres hier in der Gemeinde? Ja, aber der ist aktuell leider nicht da. Okay, ist irgendwie ein Bekannter von dem hier, den man fragen könnte? Ja. Okay. Der heißt, ich komme nicht drauf, Wilhelm Schmidt. Genau, der ist um die 70, glaube ich, 69 oder so. Ja, dann müsst ihr ja auf jeden Fall wissen, wer das ist. Ja, was macht der hier? Ja. Was macht der hier? Der führt eigentlich den Händler. Okay. Wer macht den aktuell? Glaube ich. Der ist aber, ja, wie gesagt, der hat, glaube ich, eine Hüft-OP oder so. Okay. Kriegt eine neue Hüfte. Den führt aktuell der Herr. Lass mich warten. Smith. Okay. S-M-E-T-H. Im Englischen. Keine Ahnung, kann ich nicht gut aussprechen. Okay. Können Sie vielleicht uns gleich mal zeigen, wo der ist? Ja. Dieser Smith. Soll ich Sie da hinfahren? Ja, bitte. Ja, aber vorher gibt es erstmal noch einen Bonbon von der Ulrike. Bringt Sie das mit, bitte. Gehen Sie sich. Ja, Ulrike. Setz sich gerne rein. Sie sind so gutmütig, dankeschön. Ja, bitte. Darf ich nachher noch auf Sie zukommen? Ja, klar. Darf ich auch mitfahren oder muss ich hier warten? Ich weiß jetzt nicht, wo wollen Sie denn hin? Mitfahren und gucken. Ja, dann steigen wir gerne ein. Okay, sitzt schon. So, das Auto haben Sie aber hier, muss ich schon sagen. Ja, ist schon etwas älter, ne? Wird jetzt süß jetzt. Oh, ja, hat schon passt schon. 8, 4 Liter V8, ne? Hat schon was. Ja, hört aber ja, es ist ja hier die ganze Downsizing-Geschichte, ja. Nur noch diese Audi RS-Modelle, AMG-Modelle, V8 haben würden. Hier ist der. Hier sind wir schon beim Händler. Deswegen gibt es den ja leider nicht mehr. Also, wenn ich jetzt hier so ein 55 DFSI bestelle, Der V8 mehr. Schön sieht es aber aus hier, muss ich schon sagen. Ja, der hat den groß neu gebaut, ne? Ja. Ja. So, da wären wir egal schon. Hier. Danke fürs Mitnehmen. Ja. Jo, gerne. Schön. So, vielen Dank. Oha. Julian, schau da mal die Werkstatt an. Alla! Was ist das für eine fette Bude? Warte mal kurz. Ey, warum liegt es denn hier an? Grüß Gott! Grüß Gott! So. Hier die zwei Herren. Moin. Servus. Oh, hallo. Wie kann ich den beiden weiterhelfen?
Ich habe gehört, Sie leiten hier den ortsansässigen Händler. Nee, ich bin tatsächlich nur der Mitarbeiter. Mein Chef ist gerade noch im Krankenhaus. Ach so, genau. Der Chef, wie ich gehört habe, ist ein gewisser Herr Schmidt. Ja. Genau. Derjenige ist ja schon ein bisschen älter, habe ich ja gehört. Ja, genau. Und er sollte ja auch eigentlich, also, wenn ich mal kurz, wir sind eigentlich schon relativ unhöflich, Dominik, wenn wir uns mal vorstellen könnten, ich bin der Julian Seidebacher und hier an meiner Seite ist der Dominik Vögel. Freut mich, Tobias Smith. Freut mich, Sie kennenzulernen, ja, wir sind jetzt frische 18 geworden und dementsprechend, wir bauen halt gerne Scheiße. Ja, halt im Grenzen und das ging halt zu Hause zu weit, da wurden wir halt rausgeschmissen und sollen halt jetzt hier hin kommen und zu unseren Opern hin. Und die sind anscheinend, wie wir jetzt gehört haben, vor zwei Jahren verstorben sein. Und da wollten wir halt mal den älteren Herr Schmidt mal fragen, ob diese irgendwelche Höfe haben oder so. Haben Sie irgendwie, kann man den irgendwie telefonisch erreichen oder so? Ja, bestimmt. Fangen Sie mal an. Ja. Ja. Oh, hier hinten ist schön. Ja. Haben Sie da privat mit Ihnen reden? Ja. Oha, das ist ja eine schöne Werkstatt. Ah. Ja, hab ich mich da auch. Ich muss da mal ein Beispiel nehmen, nicht das, sondern Saustall wie in dein Zimmer. Wir wollen nicht über dein reden hier. Ja. Guck mal, Kabelmanagement bei deinem Gaming-PC schaut aber nicht so sauber aus wie du. Guck mal, der so, richtig. So, Arbeits-PC. Bleib auf, warte. Der so. Den richtigen. Darf ich mal kurz sehen? Einmal die Nummer. Sie haben ja einen richtig coolen PC, einen richtig so. Coolen Bildschirm. Hier können Sie auf jeden Fall einmal den Hörer nehmen. Vielleicht, oh ja. Vielleicht geht er mal dran. Weil ich weiß tatsächlich von nichts. Ich habe nur so zwei kleine alte okay. Gurken da hinten stehen. Ja, aber nicht. Ja, hallo? Hallo? Ja, wer ist da? Spreche ich da den Herr Schmidt? Ja, wer sind Sie? Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Julian Seidebacher. Aha. Ich habe von Ihrem Mitarbeiterkollegen, den Herr Tobias, wie heißt sie? Smith, oder? Ja, Herr Smith, habe ich Ihre Nummer bekommen. Ah, okay. Und was wollen Sie jetzt von mir? Ich habe gehört, Sie sind schon etwas älter und sind aktuell im Krankenhaus. Ja, das ist korrekt. Ich bekomme eine neue Hüfte. Ach, du bekommst eine neue Hüfte, okay. Ja. Sie sind ja schon etwas älter. Und jetzt kommt wir zum sind, Punkt, Julian. Ja, wir sind hier in die Stadt gekommen, um unsere Opas treffen. Das wäre nämlich einmal der wie heißt er? Jürgen Seidebacher und Robert Vögele. Kennen Sie den? Ja. Echt, okay. Weil wir haben ja jetzt zuletzt mitbekommen, dass sie leider verstorben sind, vor zwei Jahren oder so. Ja, das stimmt. Ja. Da wollte ich jetzt mal fragen, haben die irgendeinen also kein Verhältnis, aber haben die irgendwie Höfe gehabt oder so? Mein Gedächtnis ist jetzt auch nochmal das Beste. Aber da müssen Sie mal meinen Mitarbeiter fragen. Ich meine, dass da bei uns auch noch irgendwas rumsteht oder so. Irgendwie am Schreibtisch oder so. Mein Mitarbeiter soll da mal schauen. Warte, mach mal gerade hier auf laut. Hier, ich mach mal kurz auf laut. Jetzt können Sie auch mit dem reden. Jo, Wilhelm. Du musst mal da hinten bei der Hebebühne schauen. Ich meine, dass da irgendwas rumsteht, was man mal unterstellen sollte, weil die keine Garage oder so gehabt haben zum Unterstellen. Ach, die zwei Gurken von Gator oder was? Ja, genau, das war's. Jetzt weiß ich's wieder. Komm, Maria, Julian, ich sehe die Challenge. Oh.
Das hört sich ja nicht so gut an. Na, ich hab die immer schon gepflegt. Ah, das. Okay. Oder die stehen doch dort bei der Hebebühne, oder? Ja, genau. Ja, die hat dich genau, auf der Bühne. Ah, okay, heimlich, ja gut. Ist das aber. Oh, was liegt denn hier? Okay. Aber sonst weißt du nichts von irgendeinem Hof, oder? Nee. Ah, das ist in dem Alter noch Denke. Aber nee, ich glaub nicht. Dominik! Na gut, ich geb denen die Dinger und das wird. Ja, ja. Was ja, das passt dann auch. Was macht das? Okay, gute Besserung. Tada! Ja, klar. Weißt du schon wieder? Ja, ich muss rein, die Hey, Julian Seidebacher! Was machen Sie denn hier los? Ja, hören Sie das nicht? Ja, tatsächlich nicht. Okay. Ja, folgen Sie mir mal kurz. Ja, ich folge Ihnen. Ja. Also, ja, mein Chef sagt, die zwei Dinger hier anscheinend. Oha, cool. Okay. Also, ich habe die beide nochmal durchgesehen. Die sind beide noch top. Oha. So. Müssen wir jetzt. Müssen wir jetzt untereinander. Okay. Müssen wir jetzt untereinander Stück für Schluck machen oder? Ja, ihr könnt beide mitnehmen. Das sind beide von euren Großeltern. Ja, die Frage ist jetzt, von wem was ist. Von wem was ist, keine Ahnung. Das ja, ist Dominik. Ich auf den Kennzeichen drauf. WM. Hier steht WM. Ja, der ist gar nicht. Ach, der ist gar nicht anmeldungspflichtig. Ja, Dominik, wie machen wir das am besten? Boah, schwere Entscheidung. Ich glaube, jeder will in Grün, oder? Was? Ich glaube, jeder von uns beiden will den Grünen, oder? Ja. Mir mach Schnick, der Schnack, Schnuck. Der Grüne ist halt geschlossen, aber der Rot ist halt deutlich schneller. Ne? Ey, na gut, schnell ist für Dominik ja eigentlich nichts, aber ich möchte auch gerne nicht im Regen nass sein. Mal. Ja, was denn? Ja. Ja, Dominik. Müssen wir mit Schnick, Schnack, Schnuck mal, oder was? Ja, vielleicht. Okay, dann lass mal machen. Warten dann Sie eins kurz. 3, 2, 1. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hab die Schere. Ich hab auch Schere. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hab den Stein. Ich hab Papier. Ah. Das ist meine. Okay, passt. Tschüss. Warte mal. Herr Smith? Ja. Muss ich jetzt, ja, einmal das und muss ich jetzt noch irgendwie was beachten bei denen irgendwie oder ist da alles frische? Also Wartung ist frisch drauf. Also okay. Eigentlich dürfte nichts passieren. Ummelden muss ich es ja dann nur noch. Ja, ja. Also ich meine, wenn sie ja eh noch erstmal keinen Hof haben. Nee. Machen wir dann irgendwann, wenn sie einen Hof haben. Wo müsste ich denn drauf gehen? Wenn ich den fahren möchte. Stadt. Ja, auf jeden Fall in die Stadt. Und dann gebe ich Ihnen die Schlüssel noch. Obwohl, Schlüssel steckt da noch. Dankeschön. Danke. Vielen lieben Dank. Ja, kein Problem. So, dann will ich erstmal eine Runde mit. Eine Frage hätte ich noch. Und zwar sagt der Herr Müller, Felix Müller, gerade zu mir, er würde sich gern Hof finanzieren und Julian? Ob sie damit mit einsteigen wollen würden und mit dementsprechend jetzt auch mit zu dem Hof fahren, angucken, besprechen und so weiter. Also angucken gerne. Dominik! Ja? Wollen wir den Hof mal angucken hier? Ja, das machen wir aber am nächsten Tag, oder? Ach was. Oder? Ach was. Wir können ja wohl schon mal hinfahren, oder? Ja, das können wir machen. Ich möchte mal wieder. Du kennst die Leute ein bisschen aus. Nee. Eigentlich gar nicht. Herr Bürgermeister? Wollen Sie mitfahren, ja? Naja, ihr neues Auto ist noch da. Ah, ja, machen wir die Auslieferung, wenn ich mit dem Termin hier fertig bin. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ja. Was war? Herr Seidebacher! Lass den Wagen, die Auslieferung machen wir hier, ja? Was denn, Herr Müller? Ich kann ja noch in Können Sie mich mitnehmen?
Ja klar, steigen Sie ein! Mein Feeling ist immer mehr da für ein neues Automation. Dankeschön fürs Mitnehmen! Wird das kein Problem. Danke, ciao! Fahren Sie mir einfach hinterher, ja? Julian? Ja? Wie schnell geht deiner? 53! Warte mal. Ich skipp mal kurz. So, jetzt sind wir hier angekommen. So, da sind wir am Schienenhof. Ja, also wie gesagt, Jungs, war kurz hier out of. Das ist das erste Mal, dass wir auf der Map sind. Wir werden jetzt gucken, dass wir demnächst hier gucken, dass wir das mit den Lecks in Ordnung kriegen. Aber wir wollen halt trotzdem jetzt ein bisschen durchziehen. Aber jetzt weiter. So, Herr Ernsthaft. Herr Ernst. Ja. Das ist also der Hof, den wir uns mal angucken sollen mit dem Herrn Müller. Mit dem Herrn Dominik Vogel, der mit Felix Müller gerade schon gesprochen. Felix Müller, genau. Da wären jetzt für den Hof, würde ich da jetzt 300.000 Euro anberaumen. Dazu gehören drei Parzellen. Und der Kreditantrag läge bei 280.000 plus 10% Zinsen, wo man dann bei einer Summe und 280.000 wären und bei einer Gesamtrückzahlungssumme von 308.000. Die Zinsen lassen sich natürlich auch noch verringern. Je länger dann auch die Laufzeit wird, jetzt bei einer Rechnung. Wie lang kannst du die Laufzeit machen? 20 Jahre. Julian? Die Monate anberaumt, da liegt die kürzest mögliche Zeit. Ja, wenn man jetzt Tilgung sieht, aber die größtmögliche Zeit. Wird man jeden Monat 77.000 zurückzahlen, etwa 10% Zinsen. 77.000 im Monat? Julian, lass uns das zusammen durchziehen. Lass uns. Ja, aber jetzt mal eine andere Frage. Ist das hier eigentlich der einzigste Hof oder gäbe es auch noch andere zur Auswahl? Nee, es gäbe auch noch andere, meine ich. Allerdings ist das jetzt hier so der erste, wo ich auch weiß, dass der schon jetzt länger leer steht. Aber der schaut schon irgendwie geil aus mit der geilen Zufahrt da. Ein bisschen da hinten. Ja, hier. Da können wir aber man kann sich ja mal trotzdem die anderen angucken, oder? Ich könnte sich auch gerne hier mal umschauen, ne? Die Hallen. Da aber klar. Da, das Versteckte da, das freut man schon. Hühnerstall noch, ja, sonst ist halt. Boah, der Hühnerstall sieht nicht schlecht aus. Auf dem neuesten Stand auch alles. Oha, hier alles digital, sehe ich ja. Boah, geil. Ja. Hui. Ja. Hallo? Ich komme nicht mal. Jetzt wo hier? Dreht mir erstmal voll auf den Kopf. Lampen funktionieren soweit auch, sind aktuell nur abgeklemmt. Haben Sie eigentlich mal in Ihren Daten geguckt, ob unsere beiden Opas einen Hof geführt haben? Ja. Hallo? Der Job von der Ulrike, ich kann die aber gerade mal. Na, hören Sie mal. Ja, ruf mal die Ulrike an. Ja, die Uli. Seidebacher! Was denn? Haben Sie mal hinten mal geguckt? Was ist denn da hinten? Ist auch ein schönes Ding. Guck mal, hier oben kann sogar hier ein Mitarbeiter schlafen. Ach, hier oben soll ein Mitarbeiter schlafen, oder was? Ja, hier oben ist Platz, guck. Ja, Dominik, kannst du dich ausbreiten? Du schieb mal Ruhe, da kannst du umkleiden, Oder hier drüben auf der Palette. Hier in der Tonne kann ich. Hier oben. Ja, Alter. Na, Dominik. Da drin kannst du schlafen. Da kannst du wieder dein FSK 18 Party machen. Also hier. So, hallo? Wir wollen jetzt so anfangen, dass wir hier rausgeschmissen werden. Ja, gut, also ich habe mit der Ulrike gesprochen. Die sagte mir, dass dieser Hof tatsächlich im Besitz von einem Herrn Vögele war. Ach, das ist hier Dominik! Das hier hat dein Opa geführt. Und ich habe mich jetzt auch mal beraten und so, gab halt keinen Erben, keinen direkten. Und dementsprechend
wenn sie mir nachweisen können, dass sie mit dem verwandt sind, können sie hochfahren. Okay, jetzt also, ja, also da würde ich hat er jetzt mein Opa mit seinem zusammen den Hof geführt oder hatte meiner auch noch einen externen? Weil sie jetzt nur davon sprachen, vom Herr Vögele. Die Ulrika hatte jetzt nur den Grundbesitz hier halt eben noch eingetragen gefunden. Kann sein, dass ihr einer, dass ihr Opa auch eingeführt hat, der jedoch mittlerweile verkauft ist. Können die dann okay. Eine bestimmte Zeit. Können wir ja zusammen einmal machen und dann können wir ja schauen, was wir da in Zukunft so aufbauen. Mhm. Oder was halten Sie davon? Was haltest du davon? Also, ja, im Hintergrund, dass es von deinem Opa geführt wurde. Ja, warum nicht? Aber wir müssen ja sowieso erstmal hier den Herr Müller fragen. Weil er wollte sich ja eigentlich diesen Hof finanzieren. Doch. Ja. Aber wenn wären Sie damit einverstanden, dass wir Ihnen da ein bisschen unter die Arme helfen? Ja, bei dem Hof damit hier? Bin ich einverstanden. Aber wenn ich hiervon höre, dass der Hof hier von dem Dominik Vogel, seinem Opa hier schon betrieben wurde, dann könnt ihr mir da sich natürlich helfen. Ja, hier. Dominik, ja, jetzt. Gesagt, es gibt halt noch ein gewisses Konto mit diesem Grundbesitz halt. Welches ja, halt, was aber aktuell eingefroren ist. Und wie gesagt, ist kein Erben für. Und wenn sie mir im Prinzip nachweisen, was ist da? Dass was ist das denn? Sie wirklich die Familienangehörigkeit haben, dann können wir uns da entgegenkommen und dann kommen wir richtig in den Punkt. Ja, mach ich. Mhm. Ja, also Dominik, da muss man mal gucken, dass du irgendwie so eine, ja weiß ich nicht, brauchst du unbedingt so eine Urkunde oder so zum Nachweis oder? Familienstammbaum. Ja, Familienstammbaum, einfach mal nach, kannst du das mal nachweisen irgendwie, dass du. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Eine Frage, hat jemand vielleicht ein Interesse an einem ausgemusterten Feuerwehrauto? Ich. Was? Der BM selber, oder? Er hat halt gefragt, ob jemand ein Interesse hätte an einem ausgemusterten Feuerwehrfahrzeug. Ja, von der Stadt können wir den noch nehmen. Den kennen wir ja doch. Ja, der ist ja von der Stadt. Der ist ja Marsch. Ja, komm mal mit. Warte mal, wir müssen mein Feuerwehrauto sparen, damit ich weiter Audi 8 fahren kann. Komm mal, warte. Nein, wollen wir was kaufen wollen. Ja, guck mal. Ja. So, sprechen wir dreimal aneinander. Okay. Wie stellen wir uns das denn vor in der Zukunft mit dem Hof dann? Also du musst auf jeden Fall zuerst erstmal nachweisen, dass das überhaupt... Ja, das bringen wir zum nächsten Arbeitstag, bringe ich das mit. Ich werde dann am Abend. Genau. Spielen. Genau, und hier? Müller, du wärst damit einverstanden, dass wir dir dann da dementsprechend finanziell und auch kräftemäßig unterstützen. Ja. Ja. Dann würde ich... Ja. Ja, mach nur. Sag du. Mach nur. Mach du. Dann würde ich sagen, war's das? Dann schau mal, damit wir das so machen. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Dann schaue ich, damit ich das nachweisen kann, damit das von meinem Opa ist. Und dann packen wir das zusammen mit dem Herrn Julian Seidebacher an und dann schauen wir, damit wir den Felix Müller da tatkräftig unterstützen. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.